So, meine wunderschönen, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Wasteland, dem Mindtest Subgame für fortgeschrittene Überlebenskünstler oder so. Keine Ahnung. Ja, frag mich doch nicht. Nicht aus wie Wikipedia oder was? So, was wir jetzt machen, zuallererst, ist das Dach. Und dafür brauchen wir, wie es aussieht, doch einen Schraubendreher. Ohne Schraubendreher geht es nicht, aber ich will halt wirklich nur Querbalken haben. Alles andere würde halt optisch scheiße aussehen. Deswegen beißen wir jetzt einfach mal in den sauren Apfel und bauen uns halt so ein Kack-Quer-Kack-Ding. Schraubendreher, danke. So, du kommst da weg. Kommst da, da. Da, da. So. Habe ich irgendwo Dirt? Dirty Dancing? Du kommst mal nach da. Reicht leider nicht aus. Das ist traurig. So. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Da kommt einer rauf. Und jetzt muss ich die Achse drehen. Das heißt so. Hold Shift and use to change screwdriver mode. Screwdriver mode 1. Change rotation. Don't change. Wir brauchen aber die Achse. Achso, ja. Hold Shift. Ich muss natürlich bei mir die Q-Taste drücken. Keep chose faces in front. Nee, sollen wir auch nicht. Genau. Change Achsen Directory. Hä, und jetzt so? Aber wie kann ich das anwenden? Linke Maustaste geht nicht, rechte Maustaste geht nicht. Hä? Screwdriver Mode 3. Change Achsen. Rotation wird zurückgeht. Ist doch, müsste doch so. Hä? Weil der Schraubendreher wird doch nicht abgenutzt. Der bleibt einfach da. Hold Shift and use to change screwdriver mode. Das macht keinen Sinn. Inventar, stumm, lauter, leiser, Chat, Befehle, Konsole, Flug, bla bla bla. Benutzen ist eh. Aber da passiert auch nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich das rufe. Also was wir bräuchten, wäre quasi das hier. Dann wäre die Spitze, also das, was top ist, das um ist ja quasi the top of the block, würde in unsere Frontrichtung bringen. Aber ich kann drücken, es passiert einfach gar nichts. So gar nichts. Da, also gut jetzt. Ja, das, hat ja gut funktioniert. Schraubendreher Marsch. Nichts machen. Nein. Ich möchte noch nicht sterben. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, was wir jetzt machen können.
Tja, ich würde mal sagen, machen wir doch Holzbretter hin. Mit den anderen Dinger, das scheint ja nicht so zu klappen. Okay, dann also du nach da. Und jetzt, bitte runterfallen. Ja, das hat perfekt funktioniert. Stimmt, ich kann doch einfach auf den Boden klicken. Ha! Siehst du, er ist eigentlich jetzt mittlerweile das Pointing-Problem weg. Ja, er zielt das immer auf genau auf das, auf das ich auch gucke. Okay, mal gucken, ob das beim Creative Server denn später auch so ist. Wenn ja, ist bei Mindtest-Version 5.2 zumindest das Problem behoben worden. So, jetzt habe ich hier oben so eine komische Latte, also so komische Knickquer, so Dinger und so. Und darauf müssen wir jetzt das Dach bauen. Da brauchen wir aber erstmal, gibt es überhaupt gute Frage. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Wüstenstein hier ist. Ich mache mal die Fenster rein. Wo ist unsere Axt hin? War unsere Axt kaputt gegangen? Scheint so. Also, ich meine jetzt unsere Picke. Unsere Pickaxt. Nicht die normale Axt, die haben wir ja noch. Sondern die Pickaxt. Dann war die tatsächlich kaputt gegangen. Okay, interessant. Achso, halt, Cleanstone brauchen wir noch. Für die Stone Bricks. Wie viele haben wir da? Gar keine mehr. Scheiße, die Blätter sind ausgegangen. Wir brauchen mehr Blätter. Wir müssen bei den nächsten Bäumen müssen wir auch manuell ein paar Blätter abernten. Sonst leiden wir an Blätterarmut. Und ich habe gehört, Leute, die an Blätterarmut leiden, sind arm dran. nicht gut. Aber immerhin lieber arm dran als arm ab. Yay. Ich habe ein neues Niveau in der Niveaulosigkeit gefunden. Man kann ja voll durchgucken. Ich bin der neue Überwachungsstaat. Aber ist unsere Sichtweite noch ultra hoch? Oh ja. Ich lasse mal auf 200. Oh. Hilfe. Ja, da möchte mir am Later. So, was wir mal machen, ist mal hier eine Treppe bauen. Für unseren Eingangsbereich. Und dann würde ich mal sagen, du kommst weg. Ja, das hat gut funktioniert. Ja, das hat auch nicht so gut funktioniert. Kannst du bitte einfach mal sterben? Du störst gerade ein bisschen. Leute, was mit euch bitte los? Kommt ihr jetzt bitte her? Ja, bitte weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Leider droppen die halt nichts, ne? Die könnten ruhig mal ein paar Sachen droppen. Perfekt. Oder ich lasse sie nach außen öffnen. So. Oh doch, geht voll klar. So, jetzt brauche ich nur noch ganz viele Stone Bricks. Und dafür brauchen wir ganz viele Blätter. Es wird gerade hell. Wie auf Knopfdruck.
So. Vor allem das Schöne daran, dass das Haus jetzt so weit weg ist, ist, dass die Wetter auch ordentlich decayen. Are you fucking kidding me? Junge, geh erstmal zur Schule. Lern mal ein bisschen kämpfen, ey. Das war ja gerade ein Streichel. Alter, alles keine Äpfelbäume. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Wissen die Viecher beim Stemmen so viel Krach machen? Ist ja schlimm. Chef, vielleicht sollte ich mal doch die Woodcutting-Mod installieren, damit da bekommen wir auch die ganzen Blätter. Das macht die Sache ein bisschen angenehmer. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt extra für, hier zum Heizen Kohle zu verbrauchen. Wenn wir halt so leicht am Wetter rankommen. Okay, also wir haben doch zwei Apfelbäume bekommen. Da ist einer und hier ist einer gekommen. Aber die andere sind... Ah, nee, ist auch noch einer. Ah, okay, dann sind ja doch ein paar Apfelbäume gekommen. Sehr schön, so bist du jetzt schon fertig oder nicht? Ja, war anscheinend fertig. So, wie viel haben wir bekommen? Wir haben ein Zeppling bekommen. Willst du mich eigentlich rollen? Geht das schon wieder los? Super. Voll geil und so. Wo kommt der Baum links neben uns her? Achso, hier ist auch noch eine Baumreihe. Ha! Hab ich voll übersehen. Ja, ich weiß nicht. Damals sind die Blätter nicht nach, die Äpfel nicht nachgewachsen, ne? Weil heute ist es ja so, wenn man Apfelbaum hat und die Äpfel aberntet, dann wachsen die später nach. Aber das war früher garantiert nicht so. So, jetzt sollten wir erstmal wieder genug Blätter haben. Wenn wir noch mehr brauchen, können wir wieder Bäume fällen. Blätter, also. Bäume und Blätter und so und so. Hä? Alter, ich hatte nicht. Oh, rein da mit dir. Schwanz, Alter. So, wie viel Cleanstone haben wir dabei? Gar doch. Ach, naja, wow. Was tue ich hier gerade? Oh Gott, damn it. So. Dankeschön. Man bekommt immer nur vier Stück? Okay. Find ich voll in Ordnung. Darf ich bitte kurz kotzen gehen? Danke. Was ist das denn für ein Dreck? Warum so teuer? Man kann es auch übertreiben, ne? Ernsthaft. Wow, wir haben eine Reihe schon fertig. Du bist ja voll viel. Ey, ich bin voll. Ich bin so voll motiviert und so. Ich glaube, wir bauen uns doch einen Ofen. Ich glaube, wir klatschen hier die ganze Reihe einfach voll mit Öfen. Das ist so traurig. Das ist so endlos traurig. Das heißt, wir brauchen noch viel, viel mehr Stein. Wir brauchen noch arsch viel mehr Stein. Ach, ich mach schon wieder so eine Kacke, Alter.
Oh, Alter, müll mich verarschen jetzt hier so. Na, was ist denn hier los? So. Wie viel brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh Gott, da werden wir noch viel Stein brauchen. Ja, das war auch genau das, was jetzt meine Laune noch weiter hochbringt. Du Hurensohn! Und die Blätter sind alle. Wir brauchen noch mehr Blätter. Und vor allen Dingen aber mehr Gestein. Konnte ja keiner ahnen, dass das so Katastrophe wird. Zum Glück haben wir mittlerweile mehr als genug Bäume. Wenn auch zu wenig Apfelbäume. Aber immerhin Bäume. Wobei mittlerweile auch unsere Axt fast kaputt ist. Wir verbrauchen einfach zu viel Materialien für zu wenig Resultate. Also ein bisschen traurig. Ich hab noch ein paar Mal zuschlagen und die Axt ist tot. Obwohl er die Axt die ist, die andere töten soll, und zwar die Bäume. Und nicht andersrum. Fertig das jetzt hier noch aus direkt? Nee, ne? Obwohl doch, kann ich machen, ganz ehrlich. Wo ist die Schippe? Unsere Schippe war doch noch nicht kaputt, oder? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Haben wir die reingepackt? Nee, ne? Nee. Leute, denn ist unsere Schippe echt schon kaputt. Ja, gut. Danke. Ich brauche mehr Platz. So. Alter. Also, Schwert, Axt. Axt. Also zwei Achse. Einmal eine Axt für Axt und einmal eine Axt für Axt und so. So. Jetzt. Das ist der Beklopfwürste da. Alles ist überhaupt richtig. 1, 2, 3, genau. Jetzt noch 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, jetzt hier wieder hinbauen. So. Achso, jetzt ist die Schicht. Danke. So. Jetzt hier nochmal dreimal weg. Eins, zwei, drei. Und hier einmal auch weg. So. Tada! Fertig! So, apropos fertig, ist der Ofen fertig? Fragezeichen? Naja. Mit dem, was er hat, ist er fertig. Oh, wir haben noch einmal Stein. Ey, wir verbrauchen viel zu viel. Wir verbrauchen sowas von viel zu viel. Ist ja abgrundtief krank. So, wir haben ein bisschen Cleanstone. Ja, wir brauchen noch mindestens zwei. Ich platziere trotzdem erstmal die. Vielleicht haben wir uns ja verzählt. Hä? Ach lol, die Lettern halten auch in der Luft. Ist ja süß. Ah ne, wir brauchen doch noch zwei. War ja klar.
So. La 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 bam. So. Damit ist unser Grundtausch mal fertig. Yay! Woo, party hard. So, was jetzt noch fehlt, sind die Fenster. So. Haben wir eigentlich irgendwo Sand in der Nähe? Nee, ne? Ne, alles nur, also, ich meine das hier so Wüstensand, also dieser Zuckersand. Aber hier ist alles nur richtige Erde. Ah, Kacke. Da hinten ist ein Dungeon. Lol. Da, ja! Oha. Diesen Ausflug werde ich nicht überleben. Apropos, wo ist die Sonne? Die Sonne ist am Aufgehen oder am Untergehen? Am Untergehen, upsala. Das heißt, ich muss mich beeilen. Ich meine, so schnell ist sie zum Glück nicht. Aber trotzdem dürfen wir nicht trödeln. So wie das hier zum Beispiel. Was mache ich hier gerade? Ist ja auch egal. Okay, man kommt zum Glück relativ gut runter. Sehr schön. Ich nehme am besten gleich mal alles an Sand mit. Habe ich alles gesagt? Das ist ganz schön viel. Ah ja, aber zumindest ein bisschen nehmen wir mit hier. Ein paar Äpfel. Tja, müssen wir wohl die anderen Apfelbäume tatsächlich auch bald fällen. So, sollte das mal reichen. Wir haben gut 100 Sand und kommen uns genug für mal rauf. Was ist jetzt hier los? So und so und so und danke. Guckt sie euch an, unsere Idylle. Ist unsere Idylle nicht idyllisch? Alle Bäume in Reihe und Glied. Gut, einer fehlt hier vorne, aber gut. Dort ist egal. So, einmal Sand, einmal Blätter und dann immer gib ihm. So, dann haben wir ein bisschen Cleanstone. Dich können wir da reinpacken, dich packen wir auch da rein und du kommst noch dazu. Dann heißt es einmal Klappe zu, Affe tot. Sand. Sand, Blätter, nochmal Sand, Holz. Digga, was ist hier gerade los? Du bist ja noch da. Digga, was ist überhaupt los? Ist ja alles 50-fach. So, perfekt. Okay, jetzt kannst du nach. Nee, halt. Hä? So, danke. Verrückt. Wisst ihr was? Genau, das hier wird unsere offizielle Blockkiste, wo alles blockmäßig drin ist und alles, was nicht so blockmäßig ist, kommt hier rein. So wie dieser ganze Scheiß hier zum Beispiel. Die braucht keine Sau. Alter, jetzt haben wir 8 Eimer, obwohl wir Wasser eh nicht vermehren können. Das ist so Bullshit. Warum kann man kein Wasser vermehren? Das kotzt mich ein bisschen an. Das ist etwas, was ich nie verstehen werde. Nie in meinem gesamten Leben. So. 20 Blöcke Glas. Das sollte reichen. Tja, so eine kleinen Glaspanels gibt es natürlich noch nicht.
Dafür ist das Spiel definitiv zu alt. Aber sowas von zu alt. Übrigens, apropos alte Spiele, ich habe mal auch ne, paar Versionen bei mir lokal kompiliert. Ne, das heißt, ich habe jetzt direkt in meiner Ordnerstruktur, kann ich direkt, also habe quasi, ich habe ja alle Versionen von MyTest damals gedownloadet. Das heißt, ich habe ein richtiges Archiv, wo alle MyTest-Versionen, die es jemals gab, auf GitHub drinne sind. Und davon habe ich jetzt quasi ein paar genommen, die entpackt und kompiliert. Das heißt, ich habe quasi fertig zum Ausführen einmal die Version 0.0.1, also die allererste offizielle MyTest-Version, dann 0.2.2, 0.3.1, wobei die Version kennt ihr ja schon, dann 4.0, also 0.4.0, 0.4.4, 0.4.7, 0.4.10 und 0.4.14. Also alle die Versionen, die ich auch bisher in meinem Leben schon kennengelernt habe, also jetzt von den 0.4er Versionen gesehen, weil die 0.2.2er Version, das war noch vor meiner Zeit, da kannte ich MyTest noch gar nicht. Nee, aber bei den 0.4er Versionen sind das nämlich genau die Versionen, die ich auch früher genutzt habe. Das heißt, ja. Wenn ich Nostalgie-Flash bekomme, kann ich wieder mit den alten MyTest-Versionen spielen, so wie zum Beispiel der 0.4.4er-Version. Da habe ich heute auch schon ein bisschen gespielt, bevor ich hier die ganzen Aufnahmen aufgenommen habe heute. Ist schon wieder dunkel, ne? Ja, wird langsam dunkel. Gut, da sollte ich auch mal Feierabend machen. Und das Spiel hier, das ist ja auch so ungefähr aus der Zeit von 0.4.4. So. Ich würde noch sagen, dann haben wir soweit eigentlich alles geschafft. Das soll es für diese Woche auch natürlich gewesen sein, klar. Und ob wir nächste Woche hier weiterspielen, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich kommt nächste Woche erstmal wieder Creative Server. Ich denke mal, ich werde nächste Woche Creative Server aufnehmen. Aber ich möchte mich darauf auch nicht festlegen. Weil bis dahin ist noch fast eine Woche für mich jetzt. Und wer weiß, vielleicht finde ich bis dahin noch ein anderes Spiel, was ich auch spielen möchte. Oder ich bin doch das Spiel weiter, weil ich darauf so Bock habe. Oder keine Ahnung. Von daher wahrscheinlich Create a Server, aber legt euch bitte nicht darauf fest. Ich werde es nämlich auch nicht tun. Gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns bald wieder. Für euch in 2 Tagen und für mich halt irgendwann mal. Schau mit V.